Hallihallo, Freunde der Sonne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten durch mit Twine 4 zusammen mit Grün. Am Hintergrund meiner Facecam werdet ihr gleich sehen, dass diese Aufnahme schon etwas lange her ist. Entschuldigt den Sound und das Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Soundquellen. Als wir angefangen haben zu streamen, war das noch so. Ihr seid natürlich mittlerweile schon was anderes gewöhnt. Wir wünschen euch aber trotzdem ganz viel Spaß beim Projekt und ja, wir schalten rein. Und ich glaube, jetzt ist es wieder zweidimensional. Amadeus, der Zauberer, okay. In einem Häuschen hoch oben in den Bergen auf. Er war weit weg von zu Hause, da er zusammen mit anderen Zauberern eine Zauberkonferenz besuchte. An jenem Morgen beschloss er, dem Briefkasten einen Besuch abzustatten. Obwohl er dafür lästig weit zu laufen. Lästig weit zu laufen zum Briefkasten. Dann auf zum Briefkasten. Okay. Oh, ein schönes Häuschen. Also oh, ich sehe guck ja mal, genau, es sieht ganz anders aus. Huch, das wollte ich gar nicht. Oh, ich kann hier oben. Oh, wie schön. Das ist ein riesengroßer Vogel, was ist das denn? Na? Weggeflogen. Achso, guck gar keine Mütze auf. Der wird noch kalt. Ich muss mal kurz noch nach der Steuerung gucken. Allgemein schwebende Ziele immer markiere. Oh, mit drehen kannst du den Würfel drehen, mit dem Mausrad. Okay. Wie kann ich wieder kaputt machen? A, E, F. Okay. Na dann, gehen wir mal zum Briefkasten. Oh, kann ich wieder Plattform machen? Wie mache ich denn? Achso, wieder mit E. Okay. Du wirst ihn erkälten ohne Mütze. Ja. Glaube ich auch. Ganz schön frisch. Er hat keine Wahl. Konnte es mir nicht aussuchen. Das ist wirklich sehr weit weg. Zeit für eine Schneeballschlacht. So. Bumm. Jetzt stecken die zusammen. Bumm. Oh. Du musst doch alles kaputt machen, wirklich. Das macht er jedes Mal, wenn er zum Briefkasten geht? Ja. Aha. Oh. Habt ihr da mal was vorbereitet? Au. Hey! Was tut es? Nee, ich mach nix. Magst du kommen? Ja. Was bleibt oben? Ah, okay, mit, der Alt-Taste kannst du dir anzeigen lassen, was du benutzen kannst. Alt. Hey, wie hast du denn die Schneebälle gemacht? Das hat er von alleine gemacht. Hervorragend. Juhu. Ah, Objekt drehen. Ja, so war. Bei diesem einsamen Spaziergang durch die Wildnis vermisse ich meine alten Abenteuer. Die Nahtoderlebnisse allerdings weniger. Eine Kiste, musst du meinen, freundlicherweise? Ist eine Kiste? Ja, oder? Okay. Zack. Bleibt ihr einfach so hängen, ja? Ja. Ist ja magischer Schnee. Ach so.
Ich vergaß. Ja, zwei machen wir nicht. Nee. Beschwöre eine Kiste, eh. Ja, und dann? Ja, du kommst, mit einer Kiste kommst du ja nicht hoch. Muss mal hier hoch vielleicht? Ja. Tja. Beschwöre eine Kiste. Wir mit unseren zwei Kisten, wir schaffen das, aber einer. Oh. Mit rechter Maustaste, wenn du kannst auch zeichnen jetzt. Wieder. Ja, theoretisch. Also mit zwei Kisten schaffen wir's. Ja, aber warum, mit zwei Kisten ist kein Problem. Wie macht man das mit einer? Ja, eben, das ist ja auch so gerade meine Frage. Mit zwei, also normalerweise spielst du das Level ja auch alleine, ne? Ja. Man könnte sich natürlich hier einfach so eine Planke mitnehmen, oder? Ja, das könnte man natürlich. Nee, kann man nicht. Geht ja nicht vorbei. Kann ich mitnehmen? Geht nicht vorbei, okay. Er sagt, beschwöre eine Kiste. Tja. Naja, dann hier. Nö, also ich weiß jetzt nicht, wie man da Zack. Mit nur einer Kiste rüberkommt. Briefkasten. Ah, nee. Ah, gute alte Kistenmagie. Hilft mir aus jedem Tief heraus. Sehr gut. Hier kann man auch was machen. Ah, ja, verstanden. Konnte man das nicht stampfen? Ja, mit beiden Maustasten letztes Mal. Aber es geht jetzt irgendwie nicht mehr. Steuerung eigentlich. Da kann ich nur meine eigene. Überhaupt, dass ich mich nicht wippen lasse hier. Nö. Nö, ne? Nicht so richtig. Ah, der magische Schnee. Man kennt ihn. Oh, was ist das denn? Arme Ziege. Oh, oh. Der Zigulon. Bleibst du da? Einen schönen großen Baumstamm mitgenommen. Hä? Jetzt nicht. Das wollte nicht. Jetzt will's. Ah. Ich hätte Margaret und den Kindern längst eine Postkarte schreiben sollen. Und warum ist dieser nächste Briefkasten nicht näher an der Zivilisation? Ja, eben. Das ist eine sehr berechtigte Frage, Kumpel. Wir sind zu schwer. Oh nein, die Lawine von letzter Nacht hat die Brücke zerstört. Wie komme ich denn jetzt zum Briefkasten? Hey, umfuchsen. Oh. Ah, eine unglaubliche Ziege. Danke dir. Ein Moment lang dachte ich schon, so eine tolle Ziege. Hervorragend. Da oben ist doch bestimmt irgendwas. Oh ja. Ah, ein Schneemann. Voll süß. Hallo, Schneemann. Der dich wohl da oben gebaut hat. Ups, hab ich gar nicht gesehen. Da oben ist auch was. Ja. Ah, da brauchen wir wieder magische Schnee. Vorrangig.
dieser magische Schnee. Oh, da oben ist nochmal was. Yeah! Yay! Jagd am Morgen. Ich glaube, wir haben alle in dem Level geschafft. Runde, dass er einen Brief hat. Lieber Amadeus der Zauberer, wir haben eine Mission höchster Dringlichkeit für euch. Schloss Heatherwood. Ihr müsst Prinz Silius finden, einen Schüler der Astralakademie. Er ist unter mysteriösen und gar mühseligen Umständen verschwunden. Ich? Zu launenhaft, um Zauberei zu erlernen? Ich werde zaubern lernen. Der zweite unserer verzauberten Helden war Pontius der Ritter. Kurz vor Beginn unseres Abenteuers ging Pontius gerade seinen ritterlichen Pflichten nach. Dabei führte ihn sein Weg zum verfluchten Herrenhaus. Mhm. Das Verfallen oh, sieht auch stark aus. Einem jüngst verstorbenen Ritter gehört. Nach seinem Begräbnis war dieser jedoch vom Grabe auferstanden, als verbitterter Untoter, der nun seine Nachbarn quälte. Doch Pontius war gekommen, um dem Spuk ein Ende zu machen, mit Schwert und Schild und der Hoffnung, dass danach ein schönes Stück Kuchen winkte. Du hast immer keine Mütze auf. Das ist wirklich schon lustig. Alles kurz reinhauen. Hey! Ich will auch eins. Okay, Sponges. Schade um das schöne Haus. Das muss früher ein gemütliches Eckchen gewesen sein. Mit Feldern voller guter Sachen, die man gerne in einem Kuchen haben möchte. Oh, da wurde nicht mehr was. Oh, wir fallen gleich runter. Achso. Stampfen. Ja, aber normalerweise ist man doch alleine, oder? Oh ja. Man kann sich ja nicht selber hochstampfen. Also, das geht natürlich. Aber wie macht man das denn, wenn man alleine ist? Oh. Mit einem gezielten Achso, nee, das geht jetzt bloß, weil du da dran hängst, wa? Ja. Ja, aber da kommst du ja. Kommst du ja normalerweise alleine nicht ran. Nee. Sehr merkwürdig. Ein altes Geisterhaus. Mhm. Aber ich bin ja schlau. Und zur Mittagszeit hier. Bei Tage sind verfluchte und tote Ritter viel ungruseliger. Tada! Oh, hier ist ganz viel grünes Zeugs. Korrumpiertes Geflecht versperrte den Weg. Zerstöre es mit Licht. Zerstöre die Decke, um Licht hereinzulassen.
Ja, ja, geh mal. Ja, ja, geh mal drauf. Nee, ich hab's mal drauf. Achso, dann nochmal. Warte, mach das vielleicht bei dir. Nochmal. Ja, wie machst du das, wenn du alleine bist? Gar nicht. Gar nicht, ne? Ich kann ja zwei Leute. Du musst Freunde haben. Ja, oder du musst zwei Charaktere steuern und du kannst dann drei, die da stehen. Der eine bleibt dann halt stehen und... Weißt du, was ich meine? Meinst du? Mhm. Dass du drei Charaktere hast, das war das vorher nicht auch so bei 1, dass du drei hattest? Ja, aber du kannst ja nicht drei gleichzeitig spielen. Ja, der eine kann ja stehen bleiben. Oder, weiß nicht. Nee. Müsste man mal ausprobieren, ne? Wie macht man das mit dem Schild aus? Da oben. Wie ein anständiger Ritter zu einem so elenden Schurken werden kann. Hier zu mir. Woran? Zu mir? Nee, mit dem Schild. Licht 3. So, Moment. Genau wie du. Ein merkwürdiger Bursche. Nach einer schweren Verletzung konnte ich nicht mehr richtig kämpfen und wurde entlassen. Alle anderen Ritter schämten sich für mich. Am Ende ließen mich meine Freunde und meine Diener im Stich. Und ich verrottete hier in der tiefsten Provinz. Das ist keine Ausrede für böse Taten. So, und wie kommen wir jetzt hier hoch, Ansprung? Nee. Nee. Theoretisch brauchen wir diese Kiste da, ne? Welche Kiste? Ja. Ah ja, das geht wirklich nicht alleine. Ja, aber ich komme jetzt her. Achso, du musst mir jetzt die Kiste runter. Ach, zack. Komm, aua! Nee, alleine geht das nicht, ne? Ja. Da links. Keine Chance. Oh, da ist ein bisschen. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieder suchen. Ich bin nicht mehr auf dem silbernen Platz haben hier. Ah ja, das geht natürlich auch so. Aua, hau! Eine Kutze. Das können wir aber nicht mitnehmen. Warte mal. Oh! Warte mal, geh mal da weg. Oder einer muss in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Okay, dann mache ich hinten. Okay. 1, 2, 3. Ja, geht nicht alleine. Oh nein, das ist noch keine gute Idee. Ich glaube, du musst jetzt, Ich mach das so. Nächste Licht ist hier oben, aber. Ja, du musst warten, bis der schießt. Tada! Yeah! Easy peasy. Eine Brieftaube. Ja. Ich hatte sogar eine Mütze auf. Mhm. Sehr süß. Oder ganz schön riesige Tauben. Oh,
Brief an Ritter Pontius. Ich glaub's nicht. Das bin ich. Verehrter Pontius der Ritter, Held des Trine. Uns ist ein Prinz verloren gegangen, aber ihr könnt ihn dank eurer außergewöhnlichen Fähigkeiten sicher bald finden. Beschwör deinen Schatten im Traum. Sprich diesen Zauber und er erobert den Raum. Prinzelius ist nicht unbegabt, war aber vor einiger Zeit in einen Unfall verwickelt, als er seine Kräfte anwandte. Behandelt ihn streng, doch mit Vorsicht. Oh, oh. Unsere letzte Heldin war Soya. Wie Amadeus und Pontius war auch sie von den mysteriösen Kräften des Trine verzaubert. Das Schicksal hatte sie in eine Stadt geführt, in der fröhlich gefeiert wurde. Doch Soya hatte nicht vor, sich dem Trubel anzuschließen. Kurz bevor unser Abenteuer seinen Lauf nahm, hatte Soya die ganze Nacht mit geheimnisvollen Machenschaften verbracht. Nicht alle davon waren besonders schicklich für eine Heldin. Während die Bewohner ausgelassen feierten, schlich Soya in schurkischer Absicht durch die Stadt. Eine gänzlich ehrliche Geschäftsfrau hätte das Haus wohl... Na, es ist auch wieder keine Mütze. Wahrscheinlich nicht. Da oben waren so viele Gemälde. Die werden brauchen, bis sie merken, dass eins fehlt. Moment, jetzt rede ich schon mit mir selbst. Oh. Geronimo! Ist da unten noch was? Sieht erstmal nicht so aus. Nee, ne? Da hängst ein bisschen ab. Aha. Aha. Jetzt musst du das... Das musst du ein bisschen abhängen. Ja, mache ich, kein Problem. Zu spät zum Maskenball. Oh. Geht der denn nicht die ganze Nacht lang? Katzenmann. Soja hatte nicht vor, sich unter die Feiernden auf dem Fest der Masken zu mischen. Auf sie wartet ich kann eine nicht. Ganz andere Verabredung. Was kannst du nicht? Ich kann die Ballons nicht treffen. Oh, ich kann auf dem. Hast du es gesehen? Ich konnte auf der. Konnte auf dem. Dem Seil stehen. Guck mal. Nee, hier geht's nicht. Oh, guck mal, ich muss die aufhalten. Meinst du? Oder kannst du es oben anbinden? Nee, die lässt es los. Oder so. Probier's mal so rum. Ja, so ist eine gute Idee. Ja, aber. Obwohl, da muss es erstmal ziehen, ne? Das ist ja sehr merkwürdig. Kannst du? Geht wirklich nicht alleine, dieses Spiel. Geht nicht. Was ist der denn da? Achso. Seile können an Haken befestigt werden. Das ist doch schon mal ein wichtiger Hinweis. Huh? Das bringt. Hä? Okay, jetzt wird's komisch. Die machen.
Jetzt machen wir. Na, hol dir das Ding. Achso, soll ich das da ran machen? Ich halte erst mal den Wagen. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Ah ja, mhm, brauchen wir. Ah. Ja, dann geht der andere ab. Hä? Hey? Das kann ich dann so ein Ding nicht zwei festmachen. Mann, lass doch das böse Spiel los. Sehr merkwürdig. Oh, was ist das denn? Aha. Juhu, wir haben was gewonnen. Ein Teddybär. Creepy Princess, hi. Schön, dass du da bist. Hi, Niese. Geht's gut? Alles schick, alles schön? Tja, wie machst du das jetzt, hä? Teile können auch als Brücke dienen. Ah. Na dann, komm her. Mal sei los, gleich. Oh, was sei denn so? Und wie kommst du jetzt rüber? So. Ah, auch nicht schlecht. Hm? Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich bin ein bisschen fertig. Wir hatten gestern Firmenfeier. Das, war gut. Mhm. Feuchtfröhlich. Ich muss feststellen, ich habe sehr, sehr gute, sehr, sehr nette Kollegen. Ja, wie soll ich da jetzt hin? Jetzt kannst du hier einfach hier dran, oder? Ach so, ja, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na dann, weiter geht's. Achso, mit S. Das ist wichtig zu wissen. Oh, guck mal da, die fette Katze. Wo ist denn jetzt die Klinge? Aha. Was hat zählt, ja? Komm ich weiter. Häng fest! Wer ist er denn? Gern geschehen. Im Austausch für das gestohlene Gemälde erhielt Sol einen Beutel voll Gold. Kommen Sie, kommen Sie! Ist da hinten noch was? Hast du mal geguckt? Überraschung? Hab nichts gesehen. Die bin hier doch ein schlechtes. Nee, da geht das bitte nicht weiter. Es war doch nur ein Gemälde. Hui. Vielleicht haltet mich ja der Maskenball auf. Oh ja, Maskenball hätte ich auch Bock drauf. Warum hast du eine Maske auf? Was haben wir jetzt hier davon, dass wir oben. Ah. Magst du reinhüpfen? Auf jeden Fall. Nichts, was ich lieber tun würde. Mhm. Ach so, hier. Ja. Ach, wie toll wir das machen. Echt ein Traum, oder? Mhm. Wirklich traumhaft. Ja, aber ich find's verrückt, dass du das tatsächlich nicht alleine spielen kannst, das Spiel. Alleine geht's nicht. Mhm. Auf ihrem Weg zum Maskenball stieß Soja auf einen Ort, der alte Erinnerungen in ihr weckte. Es war das Waisenhaus. Deine 20 Münzen da. Ein neuer Tiefpunkt. Immerhin sieht mich keiner. Liebe Soja, verehrte Heldin,
Retterin des Königreichs. Ihr müsst Prinz Silius zurück in die Obhut der Astralakademie bringen. Mhm. Solange der Prinz auf sich allein gestellt ist, schwebt er in Gefahr. Diese Schatten. Es war nur ein Albtraum. Abgeordnete des Hohen Rats.